Christoph Helm und ich begrüße Christoph Helm und Cornelia Große, beide von der Abteilung für Bildungsforschung an der Kepler-Uni Linz. Auch ich durfte dort in diesen heiligen Mauern studieren, also freue mich hier besonders. Und die zwei Wissenschaftler begleiten E-Education in der Beforschung und haben schon im letzten Jahr bzw. vor 2 Jahren begonnen, das DigiCheck-P-Diagnose-Instrument zu analysieren. Da war die Fragestellung, inwiefern man hier auch Unterscheidungen treffen kann, bezogen auf die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften. Wohlgemerkt, es wird im kommenden Jahr eine Neuauflage geben, dieses DigiCheck-Ps, der ist jetzt gerade in Bearbeitung sozusagen. Aber hier geht es im Wesentlichen darum, dass sozusagen die bestehenden Daten aus den DigiChecks der letzten Jahre eigentlich analysiert worden sind. Das ist ein Aspekt, aber durchaus natürlich auch, wie die grundsätzliche Fragestellung war, bezogen auf, was dieser Digitalisierungsschub im Bildungswesen gebracht hat. Wir wissen ja, dass die Geräteinitiative jetzt voll angekommen ist, an den Schulen in der Sekundarstufe 1 und hier verschiedenste Begleiterstrukturen existieren, aber dennoch natürlich die Frage, was hat jetzt sozusagen Covid mit zu Beginn an Drive bewirkt und wie kann man das dann auch erhalten und in welcher Art und Weise wurde damit umgegangen? E-Education ist ja als pädagogische Initiative immer darauf bedacht, dass auch ein Aspekt der Unterrichtsentwicklung dabei ist. Und es ist natürlich aber auch wichtig, das behandeln zu können, das Thema, wenn es wissenschaftlich fundierte Daten und Fakten dazu gibt. Und in diesem Sinne bitte ich jetzt beide kurz ihre Erkenntnisse vorzustellen. Ja, vielen Dank, lieber Andreas, für die Einleitung. Ich suche jetzt gerade die Folien. So. Jetzt müsste es irgendwie klappen, sodass das auch ein Vollbild ist. Ja, du hast jetzt einige Aspekte angesprochen. Wir haben uns in der Vorbereitung jetzt doch stärker dann auf die Frage des Digitalisierungsschubs durch Corona im Vortrag fokussiert. Bin aber gerne bereit, dann zu den anderen Aspekten noch einfach im Nachgang auch Folien gerne zu holen und das zu diskutieren, weil du eben auch die Lehrerkompetenz im digitalen Bereich angesprochen hast durch den DigiCheck-P. Aber ja. Aufbau des Vortrags wäre demnach zu schauen, was wissen wir zu technischen Rahmenbedingungen des Distance Learning während der Schulschließungen im Frühjahr 2020. Da würde ich eben Befunde aus einem internationalen Review vorstellen, der sich auf Studien, Befragungsstudien mit Eltern, Schülern, Lehrkräften aus dem Dachraum fokussiert hat. Und dann würde ich eine kleinere Studie vorstellen, die wir selbst durchgeführt haben, wo wir in Deutschland und Österreich Eltern, Schulleiter, Schülerinnen und Lehrkräfte befragt haben und hier auf Basis von diesen Befragungsdaten versucht haben, die Rolle der technischen Ausstattung für die Vorhersage von Schüleroutcomes im Fernunterricht zu analysieren. Das ist ein regressionsanalytischer Zugang, der eben vergleicht, was jetzt zentrale Prädiktoren von Lernerfolg, von Lernmotivation, Lernzeit im Lockdown waren und eben welche Rolle die technische Ausstattung dabei gespielt hat. Der dritte Abschnitt wäre zu zeigen, wie sich, und das trifft jetzt eher oder ziemlich genau den Titel des Vortrags, wie sich der Einsatz digitaler Medien im Unterricht während der Pandemie verändert hat. Da haben wir auf Basis der Schulbarometer-Daten in der Schweiz gemeinsam mit dem Kollegen Stefan Huber eine trinationale Studie durchgeführt, aus der ich sozusagen so erste retrospektive Einschätzungen von Schulleitern und Lehrkräften zur Zeit der Schulschließungen im Hinblick auf eben den Einsatz der digitalen Medien im Unterricht vorstelle. Und zum Schluss würde mir dann noch das Projekt, das du schon angesprochen hast, Andreas,
wo es um die Frage geht, wie DigiFit Österreich Schulen sind, vorstellt, wo wir eben auch im Sinne eines mehr perspektivischen Zugangs die Situation an den Schulen gemeinsam mit der E-Education versuchen zu erheben. Also ich starte mit dem ersten Punkt. Also das ist jetzt für alle wahrscheinlich ein wenig überraschend, dass Schule sehr bunt sein kann. Hier leider also ein bisschen im negativen Sinne eine Grafik, die zeigt, an welchen Tagen Schule geschlossen war. In Rot und in Grün die Tage, die in den letzten beiden Schuljahren geöffnet waren. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht auch noch eine weitere Zeile dazu fügen muss mit roten Kästchen. Sieht momentan ja, so ein bisschen danach aus. Ja, diese für alle sehr neue Situation hat auch in der Bildungsforschung viele Forscher auf den Plan gerufen, diese eben neue Situation zu untersuchen. Hierzu wurden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr viele Befragungsstudien durchgeführt. Wir haben am Beginn des Jahres die Studien gesammelt und haben über 100 Studien zusammengeführt in einem Review. In diesen 100 Studien wurden Schüler, Lehrkräfte, Eltern befragt, in Summe über 250.000, und das Ganze findet man in der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, und einen kleinen Teil daraus würde ich im ersten Schritt vorstellen, und zwar ist das diese Grafik. In diesen 100 Studien gab es sehr, sehr viele Studien, die danach gefragt haben, die Schüler, aber auch die Eltern oder die Lehrkräfte, wie gut sie die technische Ausstattung der Schüler zu Hause einschätzen, eben für das Distance Learning. Und Sie sehen hier in der Abbildung eben diese Befunde aus den einzelnen Studien. Und wir haben das sortiert nach Schülerbefragungen, Elternbefragungen und Lehrerbefragungen. Und was man sehen kann, ist, dass es grundsätzlich eine hohe Heterogenität gibt in den Antworten, in diesen Anteilen. Und dass man aber insbesondere, wenn man Lehrerbefragungen heranzieht, man sieht, dass die Lehrer die Situation der Schüler eher pessimistisch einschätzen. Und während das aus Schülersicht selbst und auch aus Elternsicht gar nicht so dramatisch eingeschätzt wird. Problem all dieser Studien oder vieler dieser Studien ist, dass sie eben wenig repräsentativ sind oder gar nicht repräsentativ sind. Manche Studien, wie zum Beispiel die von Bössmann und Kollegen, haben ja repräsentative Elternbefragungen in Deutschland gemacht. Da ist zum Beispiel der Anteil an Kindern, die nicht über adäquate technische Ausstattung zu Hause verfügen für das Distance Learning, relativ gering. Aber auch bei solchen repräsentativen Stichproben ist immer ist ganz schwierig, nachdem es auch eine Online-Befragung ist, hier tatsächlich die Gruppe auf einzufangen, die vermutlich eher wirklich Probleme mit technischem Equipment zu Hause hat. Also so ein erster Einblick über die Studien aus dem ersten Lockdown 2020. In diesen Studien wurde auch danach gefragt, welche Medien von den Lehrpersonen eingesetzt werden, um mit Schülern in Kontakt zu treten, um mit Schülern auch Material auszutauschen. Und also diese Frage wurde, ist eine der Fragen, die am häufigsten gestellt worden ist. Das zeigt, dass irgendwie die Forscher daran sehr interessiert und dass sie das sehr wichtig erachtet haben. Und in den ersten Studien kam auch noch raus, dass das E-Mail mit Abstand das am häufigsten eingesetzte Tool war. Es war im Durchschnitt 70%. Da waren die Anteilswerte sowohl bei den Schülern, Eltern als auch bei den Lehrkräften. Das sieht man in den nächsten Folien dann auch grafisch. Weniger stark wurden im ersten Lockdown noch Lernplattformen eingesetzt. Das hat sich dann in den zweiten Lockdown genau umgedreht. Da waren dann die Lernplattformen an erster Stelle, also eben MS Teams beispielsweise und die E-Mails beziehungsweise auch WhatsApp dann nur mehr an zweiter Stelle. Also hier sieht man getrennt nach Personengruppen hier die Schülerbefragungen, dass eine Vielzahl von Tools eingesetzt worden ist und dass die Anteilswerte, die berichtet werden, also die Anteile an Schüler, die Auskunft geben, dass eben dieses Tool eingesetzt wird, sehr stark variiert, je nach Befragung. Da spielt sicher mit rein eben der Schultyp, komme ich auf der nächsten Folie dann dazu, aber wahrscheinlich auch die geografische Region und sicher noch andere Aspekte. Das ist jetzt die Grafik für die Eltern und gleich sieht es aus für die Lehrer. Also man sieht hier die Heterogenität einerseits in den Anteilswerten, aber auch in den Tools, die in unterschiedlichen Befragungen abgefragt worden sind. Interessanter ist oder wichtiger ist vielleicht
dieser Grafik, die eben den Einsatz digitaler Medien im Unterricht, im Fernunterricht differenziert darstellt nach den Schulstufen oder nach den Schultypen. Und man sieht man hier wenig überraschend, dass in der Primarstufe in der Volksschule kaum digitale Medien genutzt worden sind. Das ist eine Befragung, die Elternbefragung, die ich gemeinsam mit der Alexandra Postelbauer für Österreich nach dem dritten Lockdown durchgeführt habe. Und das ist sozusagen für Österreich durchaus repräsentativ. Und auch nach dem dritten Lockdown sieht man ganz klar diese schultypenspezifischen Unterschiede. Eben in den Volksschulen kaum digitaler Online-Unterricht und sehr stark eben Papier-Bleistift-Aufgaben, die eingesetzt werden. In der Unterstufe, in der Mittelschule ist das eher ausgleichend. In der Unterstufe GYM steigt das dann schon an und der Oberstufe GYM ist es ähnlich hoch wie in den berufsbildenden Schulen, die traditionell ohnehin schon immer stark mit digitalen Medien im Unterricht gearbeitet haben. Das wird so in den Befragungen zum Lockdown immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die Schultypenunterschiede. Und man sieht an dem Beispiel, dass es eigentlich ganz wichtig wäre, einen Blick drauf zu werfen. So. Jetzt zur Frage, welche Rolle die technische Ausstattung für die Vorhersage von Schüler-Outcomes spielt. Sie sehen hier die Befunde einer Regressionsanalyse auf Basis von Daten aus dem ersten Lockdown in Deutschland und Österreich. Befragt wurde hier eine relativ kleine Stichprobe, die sicherlich nicht repräsentativ ist. Für diese Fragestellung vielleicht auch gar nicht so wichtig. Es haben ja 165 Schüler teilgenommen, 419 Eltern und 311 Lehrkräfte. Und die wurden eben gefragt nach dem selbst eingeschätzten Lernerfolg und nach diesen Merkmalen, die hier links dargestellt sind, Motivation der Lernenden, also ihrer Kinder oder der Schüler selbst, die eingeschätzte Fähigkeit zur Selbstregulation, Unterrichtsmerkmale im Fernunterricht und eben auch die technische Ausstattung und die Lernzeit zu Hause. Und in blau sind die Ergebnisse der Lehrkräfte dargestellt, in grün die Ergebnisse der Eltern und in rot die Ergebnisse der Schüler. Und die Balken zeigen an, wie stark diese jeweilige Variable zur Vorhersage des Lernerfolgs beiträgt. Wir sehen hier, dass die technische Ausstattung eigentlich kaum eine Rolle spielt, was jetzt wenig überrascht. Wichtig ist die Motivation der Schüler und die Selbstlernfähigkeit. Und ähnlich ist das Bild, wenn man nicht den Lernerfolg vorhersagt, sondern die Lernzeit. Und da spielt eben die Fähigkeit zur Selbstorganisation eine wichtige Rolle. Auch der eingeschätzte Lernerfolg, insbesondere aus Sicht der Eltern interessanterweise, weniger aus Sicht der Schüler selbst. Aber die technische Ausstattung eben ist hier vernachlässigbar wichtig. Und für die Vorhersage der Schülermotivation im Fernunterricht ist auch die technische Ausstattung nicht zentral, sondern eben die Selbstregulationsfähigkeiten oder die Selbstorganisationsfähkeiten, das eigenständige Strukturieren des Tagesablaufes beispielsweise. Also da so ein paar Befunde zur Bedeutung der technischen Ausstattung für die Vorhersage von subjektiv wahrgenommenen Lernoutcomes. Wie entwickelte sich nun der Einsatz digitaler Medien im Unterricht während der Pandemie? Ich habe bei der ersten Fragestellung schon darauf hingewiesen, dass am Anfang des ersten Lockdowns wenig überraschend E-Mails sehr stark zum Einsatz gekommen sind. Auch WhatsApp wurde sehr oft davon berichtet und weniger Lernplattformen. Das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Wir sehen eben mit dem Review, mit Fortlauf des Fernunterrichts, mit Fortlauf der Pandemie der Einsatz von Videokonferenzen zugenommen hat. Wir sehen das auch in der Elternbefragung, die ich schon angesprochen habe, dass die digitalen Lernplattformen traditionelle Medien wie das E-Mail abgelöst haben, jetzt als Hauptkanal oder hauptsächlich verwendetes Tool für den Fernunterricht. Und in der Elternbefragung kam auch raus, dass 2/3 der Eltern, die wir in Österreich befragt haben, von der Nutzung digitaler Medien im Fernunterricht berichten oder digitaler Lernplattformen konkret gesagt. Aus Lehrersicht ist das auch bestätigt worden in der Studie von der Kollegin Schwab in Wien. Und da berichten sogar auch
für die Volksschullehrer, dass in 60% der Fälle E-Learning-Aufgaben eingesetzt werden, was ein bisschen mich überrascht hat vor dem Hintergrund der Befunde, die wir in der Elternbefragung gesehen haben, wo eben in den Volksschulen kaum Online-Unterricht stattgefunden hat oder eben deutlich weniger. Aber da waren es auch immerhin die Hälfte der Eltern, die das berichten. Wir haben eine retrospektive Befragung von Lehrern und Schulleitern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemacht, wo wir die Lehrkräfte und Schulleiter gebeten haben, retrospektiv einzuschätzen, wie sie den unterschiedlichen Qualitätsdimensionen des Unterrichts vor und während des ersten Lockdowns wahrgenommen haben. Und man sieht, wenn man sich diese Einschätzungen, wenn man die gegenüberstellt, dass eine deutliche Reduktion in vielen Merkmalen der Unterrichtsqualität durch den Lockdown beobachtbar war. Das sind hier die roten Balken, die ins Negative gehen, die verweisen auf eine Reduktion. Und die grünen Balken, die verweisen auf eine deutliche Zunahme. Und da sind neben dem Zeitaufwand für die Elternarbeit auch der Einsatz digitaler Medien im Unterricht schneidet hier sehr positiv ab, in dem Sinne, dass er stark zugenommen hat, was jetzt wenig überraschend ist. Was interessant ist, habe ich jetzt hier nicht auf den Folien, ist, dass diese Reduktion in der Unterrichtsqualität, aber gleichzeitig auch diese Zunahme an Einsatz digitaler Medien auch mit der Schülerzusammensetzung am Schulstandort einhergeht. Also Lehrkräfte, die von höheren Sozialindex an der Schule berichten, die berichten auch tendenziell weniger stark von einer Zunahme der digitalen Medien im Fernunterricht. Aus diesen Daten haben wir auch wir haben dann nicht nur nach dem ersten Lockdown gefragt, sondern auch nach den Phasen nach dem ersten Lockdown bis zum Ende des Jahres 2020. Und wir sehen hier, dass so gerade für Österreich, dass man mit den Wellenbewegungen, Schulschließung, dann die Schulöffnung, dann Herbst wieder die Schulschließung, der Einsatz der digitalen Medien aus Sicht der Schulleiter und Lehrkräfte eben angestiegen ist oder gesunken ist. Und das ist, zeichnet im Prinzip das ab, was man eigentlich erwarten würde und was auch medial immer wieder bestätigt worden ist oder vermutet worden ist. Und interessant ist, dass man sieht auch hier den Anstieg für Deutschland am Ende des Jahres. Und interessanterweise sieht man eben nicht für die Schweiz, weil auch in der Schweiz eben da keine Lockdowns waren gegen Ende des Jahres 2020. Also das bestätigt so ein bisschen die Hypothesen, obwohl sie eben retrospektive Einschätzungen von Schulleitern und Lehrkräften sind. Aber in Summe eben ein deutlicher Anstieg an der Nutzung digitaler Medien im Fernunterricht. Ja, dann haben wir weniger so Entwicklungsanalysen gemacht, sondern eher im ersten Lockdown Vergleiche zwischen den drei Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz. Und da ist interessant, in Weiß sind das der Durchschnitt aller Länder, dann kommt Deutschland, Österreich, die vorletzte Balken und dann Balken und dann die Schweiz. Und man sieht hier interessanterweise, dass österreichische Lehrkräfte am stärksten berichten, dass sie viel Erfahrung in digitalen Lernformen haben und dass ihnen auch leichter fällt und sie das als weniger stark als Herausforderung wahrnehmen und das ist signifikant stärker ausgeprägt als in Deutschland und der Schweiz. Ich meine, hier muss man dazu sagen, dass die Stichproben nicht repräsentativ sind, es könnte auch daran liegen, dass vielleicht in Österreich hauptsächlich oder sehr viele aus den Sekundarstufen 2 Schulen teilgenommen haben und das wird ein bisschen oder deutlich verzerrt, aber es ist zumindest ein Hinweis, dass die befragt worden sind, die sich hier ganz positiv einschätzen. Hier haben wir noch die Fragen zur technischen Ausstattung. Auch da schneidet die österreichische Teilgruppe sehr gut ab, wenn im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz, wenn es darum geht, ob eben die Schule ausreichend technische Ressourcen und Kapazitäten für den Fernunterricht bereitstellt oder eben darüber verfügt. Ja, damit bin ich an der letzten Frage und würde dir übergeben, Lia. Genau, das ist der letzte Teil. Da geht es jetzt tatsächlich darum, dass wir gerne herausfinden möchten, wie digital fit eigentlich die Schulen in Österreich sind. Das heißt, wir haben einerseits da als
als Wissenschaftler unser ganz direktes eigenes Forschungsinteresse. Das ist so ein bisschen die reine Neugierde. Aber natürlich wollen wir darüber hinaus auch eigentlich gerne diese Fragebögen, die ich jetzt im Folgenden ein bisschen erläutern werde, oder den Weg dorthin werde ich erläutern, die wollen wir gerne auch sehen als eine Reflexionsgelegenheit für Schulen und durchaus auch mit der Hoffnung, dass das auch als Anregung zur Schulentwicklung Eingang findet in das reale Leben in den Schulen. Wir stützen uns dabei hauptsächlich auf das Angebotsnutzungsmodell von Helmke. Ich will das jetzt hier gar nicht im Detail erläutern. Im Wesentlichen sieht man hier eigentlich eine ganz große Zahl an Einflussfaktoren auf am Ende sozusagen Wirkungen und Ertrag von schulischem Lernen. Das heißt, wir sehen, dass neben Einflüssen das Kontext, das ist das, was von außen kommt, natürlich klar, die Lehrperson einen großen Einfluss hat, unterrichtliche Angebote und dann natürlich auch das, was die Lernenden am Ende tatsächlich daraus machen. Das sind natürlich alles die Einflussfaktoren, die sozusagen am Ende dann bestimmen, wie gut oder schlecht die ganze Sache wirkt. In Bezug auf Einsatz von digitalen Medien ganz konkret haben wir uns ein bisschen auch orientiert an dem Rahmenmodell der ICILS-Studie, wobei aus meiner Sicht hier insbesondere zu beachten ist, dass wir eigentlich ja gerne wollen, dass die Pädagogik und die Fachdidaktik im Vordergrund steht und eigentlich gar nicht so sehr die Technik an sich. Also im Grunde genommen würden wir gerne die Technik immer nur sehen als ein Hilfsmittel zur Erreichung von Bildungszielen. Das heißt, wir würden sagen, dass natürlich bestimmte notwendige Bedingungen bestehen, wie zum Beispiel Bereitstellung von Technologien, von technischem und pädagogischem Support. Vor allem brauchen wir aber einfach geeignete schulische Rahmenbedingungen. Und wie Sie alle wissen, sind die natürlich sehr, sehr ressourcenintensiv, finanziell, materiell, aber insbesondere eben halt auch im personellen Einsatz. Aber ich glaube, dass das wissen inzwischen hier alle Anwesenden. Wir haben das ein bisschen jetzt als Modell umgemünzt auf die E-Education-Setting. Das heißt, einerseits wollen wir uns gerne in einer Studie anschauen, Einflussfaktoren vom Kontext, von Schule, Schulleitung, Kollegium. Also da wird es dann gehen um die technische Ausstattung, um Fragen der digitalen Schulkultur, generell die Offenheit gegenüber der Digitalisierung. Auf Ebene der Lehrpersonen interessiert uns vor allem die Einstellung gegenüber der Digitalisierung und auch inwieweit eigentlich Kompetenzen vorhanden sind. Und dann vor allem aber auch, wie das eigentlich im Unterricht tatsächlich Eingang findet, also wie die Lehrprozesse dann eigentlich ausschauen. Hinsichtlich der Ebene der Schüler ist aus unserer Sicht vor allem relevant die Lernumwelt, also der sozioökonomische Hintergrund, überhaupt die digitalen Möglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler zu Hause haben. Dann die Frage, was sie an individuellen Voraussetzungen eigentlich mitbringen und natürlich sehr zentral dann auch die Frage, was eigentlich tatsächlich seitens der Schülerinnen und Schüler dann passiert. Und das Ganze mündet dann eben in Lernergebnisse. Wir sind gerade in den allerletzten Zügen der Planung einer Befragung. Das heißt, wir sind wirklich nur noch am Finalisieren und eigentlich hoffen wir von Tag zu Tag, heute wird es fertig. Schauen wir mal, ob es morgen fertig wird. Was wir gerne machen wollen, ist eine Befragung von einerseits Schulleiterinnen und Schulleitern und IT-Koordinatorinnen, Koordinatoren zu eben genau diesen obersten Kästen. Das heißt, da wird es um Ausstattung und Kontext gehen, aber auch um Fragen der Einstellung, die Schule eigentlich mitbringt. Dann möchten wir gerne sozusagen gematcht dazu aber auch Lehrpersonen befragen hinsichtlich der Einstellung gegenüber Digitalisierung und einfach der Anwendung digitaler Medien im schulischen Kontext. Als unterste Ebene sozusagen möchten wir gerne Schülerinnen und Schüler befragen dazu, was für digitale Möglichkeiten sie eigentlich zu Hause haben und in welcher Weise sie eigentlich digitale Medien nutzen, was sie da eigentlich können und was sie wollen, was für Wissen über Lernstrategien sie haben und dann eben halt auch versuchen herauszufinden, wie eigentlich individuelle Lernaktivitäten aussehen, also einerseits die aktive Lernzeit, aber vor allem auch, wie eigentlich digitale Lernangebote genutzt werden seitens der Schülerinnen und Schüler. Und die Hoffnung ist, dass wenn wir das alles zusammennehmen, dass wir dann ein
besseren Überblick darüber bekommen, wie digital fit eigentlich Schulen in Österreich aufgestellt sind. Ja, bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, merci, Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank, auch von mir. Genau, und ich sehe schon die erste Frage im Chat, die Frage, wie man an dieser Umfrage teilnehmen kann. Genau, wie gesagt, die Fragebögen sind noch nicht ganz fertig. Wir sind in allerletzter Vorbereitungsschleifen. Andreas Riepel, wahrscheinlich kannst du was dazu sagen, wie wir die Fragebögen dann zugänglich machen werden, oder? Ja, das kann ich. Das wird gerade dem Moment abgestimmt, da ja sozusagen begleitend auch zu unserer Grete-Initiative erhoben werden soll, wie sozusagen diese Idee im Unterricht ankommt. Und da gibt es gerade wirklich den Moment, also in den letzten zwei Wochen eine enge Abstimmung mit dem Bundesministerium, hier diesen Fokus noch mit zu integrieren und dann besonders für E-Education-Schulen das bereitzuhalten. Das sind die Ersten, die das dann erproben können. Die Systematik dahinter ist schon verankert. Das heißt, technisch ist das schon umgesetzt. Es geht jetzt nur noch um das strategische Go. Und ich denke, dass hier gerade überlegt wird, wann ein geeigneter Zeitpunkt ist. Es ist jetzt noch ein bisschen zu früh, nachdem ja es teilweise Lieferschwierigkeiten mit den einzelnen Geräten gibt, also aufgrund von Einspruchsverfahren. Das aber jetzt gerade ins Rollen kommt, sozusagen ins Tun. Und ich glaube, dass dann im Jänner, Februar vielleicht der erste Zeitpunkt sein wird, wo das dann wirklich stattfindet. Ja. Vielleicht nur kurze Anmerkung, nur als Hintergrundinformation bezogen auf Nutzung digitaler Medien während des Lockdowns in der Primarstufe, weil es da eigenartige Ergebnisse gegeben hat. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Ich weiß nicht, ob es hier von dem Serviceportal eEducation.at gehört habt. Das war eine kurzfristige Maßnahme im letzten Jahr, wo wir besonders in dieser Lockdown-Situation versucht haben, wieder sehr schnell die Kommunikation zwischen Lehrkräften und deren Schülerinnen und Schüler zu etablieren. Und da haben wir eine Plattform erstellt, wo sehr viel automatisiert war. Und da haben wir dann schon in kürzester Zeit über 15.000 User gehabt. Das sind ja von wenigen Wochen, die das wirklich genutzt haben. Und das waren primär Volksschulen, die eben noch nicht technische Ausrüstungen und sozusagen diese Tenants und so weiter hatten. Und das dürften die gewesen sein, wo das stattgefunden hat, aber natürlich auch die anderen, wo das nicht stattgefunden hat. Es ist bei den Volksschulen ja immer so ein Thema, wie man hier der Technologie begegnet. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen. Wir versuchen das ja sehr weich zu begleiten und da dürften es diejenigen sein, die da schon sehr fortschrittlich damit umgehen, die das auch gut in Anspruch nehmen konnten. Ja, ich glaube, das war so die Idee dahinter. Gut, vielen herzlichen Dank für eure Ausführungen. Wir werden auch in nächster Zeit in Kontakt bleiben, besonders bezogen auch auf die aufgeworfenen Fragestellungen und diese Fragebögen. Und ja, wünsche euch noch einen weiteren schönen, netten Tag.